dürfen nicht rauchen. Doch. Bei dir geht das? Ja. Das ist schon cool. Also, darf man bei dir das? Ich halte mich immer an die Richtlinien, die gelten. Die gelten? Im Privaten. Im Privaten, okay, das ist was anderes. Ja, dann fangen wir mal an. Hallo zusammen, willkommen am Tisch, diesmal mit Hans-Joachim Müller, Hajo. Bei vielen bekannt aus der ehemaligen Tageskorrektur, oder? Ja, ja. Und lange, das war ein langes Jahr. Für die dich nicht kennen, du hattest da immer beim Intro gesagt, du möchtest den Menschen das weitergeben, was sie im TV nicht erfahren haben. Ja. Hat das geklappt? Ja. Man merkt es jetzt nach dem Jahr Corona-Spaß ganz besonders. Die Leute nutzen das, was sie gelernt haben. Und sie wissen, sie müssen aus diesem Spiel heraus. Und aus dem Spiel kommen sie nur raus, wenn das System fällt. Dieses System der Fälschung, aller Fälschung, Geschichte, Wissenschaft, Technik, Gesellschaft. Und jetzt begreifen sie, wer das macht. Sie kriegen ein praktisches Beispiel von dem, was ich erzählt, was früher angerichtet wurde. Und jetzt merken sie es und sammeln sich, nehmen Kontakt zum Nachbarkreis auf. Das funktioniert. Überall, wo ich hinkomme, bilden sich stabile Gemeinschaften. Für neue Zuschauer, die sagen einfach, ah, da stimmt was nicht. Ich werde irgendwie verarscht. Ich kann mir das, wie sagt man das, ich werde verarscht. Die haben noch nicht das Wissen und so. Wie kann man sich das Wissen aneignen, dass man, ich sag mal, ein Jahr hinterher ist und man merkt, es stimmt was nicht. Wie kommt man dazu am einfachsten? Na, Sie müssen den Alten glauben. Wenn Sie das nicht machen, müssen Sie selber lernen. Man kann alles nachvollziehen, was früher war. Sozusagen bis 1700. Also die gesamte Geschichte bis heute stimmt in den Fakten. Aber sie stimmt nicht in den Begründungen. Das ist alles gefälscht. Wenn Sie allerdings ins Netz gehen und nachgucken lernen, was ist gewesen, jeder einzelne Fall ist nachweislich Betrug. Und Sie werden das begreifen, wenn Sie oben eingeschaltet haben. Und das machen die Leute, seitdem sie Leute wie Daniel mich kennengelernt haben. Andere auch, Sani. Ich würde etwas extremer von Falco. Das ist wichtig, dass es solche Leute gibt, die ihr Gefühl, ihre Meinung rüberbringen. Und jeder kann nachkontrollieren. Wir erheben doch keinen Anspruch auf Göttlichkeit. Wir sagen, was wir denken, wie die Elite, in Anführungsstrichen, das Land zugrunde richtet. In allen Bereichen. Nicht nur in der Wirtschaft, ganz besonders im Kopf. Wie funktioniert das im Kopf zugrunde richten? Wir hatten ein kurzes Gespräch vorher. Du wohnst in der Tschechei und dann habe ich dich gefragt, warum haben die Tschechen keinen Euro? Oder? Ja. Die sind aber in der EU. Ja. Aber du hast gesagt, die ticken anders, die wählen anders. Die Tschechen haben ein eigenartiges Wahlverhalten. Du kannst dort als Regierungspartei mit 40%, wenn du einen Fehler machst, ja, der hier nicht reinpasst, runterstürzen auf 4-8%. Das ist schon geschehen. Deshalb machen die nicht gerne so extreme Geschichten wie die EU mit. Aber in diesem Kokolores-Setz hatten die Tschechen am Anfang nicht mitgemacht. Und da hat natürlich der Konzern eingetroffen. Er hat Euros sparsam gemacht und die Tschechen brauchten immer mehr Geld, um den Euro zu kaufen. Also die tschechischen Kronen haben sich abgewertet. Ja. Und das bedeutet, dass jeder Tscheche 25% höhere Preise zahlen müsste. Weil ja alles vom EU-Raum importiert wird. Und
dann hat natürlich Herr Papisch eingelenkt und sie machen jetzt strikt das, was Merkel vorschreibt. Und schon geht es wieder runter und sie können weiterleben wie bisher. Also das Hochgehen, das waren die Zahlen, die Inzidenzen, bla bla. Nein, ich meine die Kronen, die Umtauschkurse. Da ging es, also ist in das ging es hoch, die Tschechen kriegten Schwierigkeiten mit Einkaufen. Ja. Und jetzt ist es wieder dort, wo es hingehört, weil sie mitmachen. Aber das war nicht, dass die Zahlen irgendwie da von Corona hochgingen oder so, es ging ins Geld. Ja, das natürlich, die Steuerung erfolgt über das Geld. Hm. Die Zahlen sind doch alle manipuliert, die kannst du herstellen. Du, wir lassen das auf YouTube laufen, weißt du, für die YouTube-Guideline, es ist nachvollziehbar, was die alles für Zahlen haben, aber traue keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ja, oder? Ja. Ich muss mich da nicht zurückhalten. Ja, ich weiß, aber du hast auch schon 2 YouTube-Kanäle verloren. Ja. Weil du bist echt zu einer Marke geworden im deutschsprachigen Raum. Du warst, ich sag mal, ich denke mal, vielleicht zu laut. Hm? Ja, die haben es nicht gern, wenn man sie beim meisten erwischt. Hm. Unsere Lieder. Und die Politik kann sich nicht wehren. Weil die alle viel zu blöd sind. Das wird ja heute wunderbar vorgeführt. Größere Nieten als Laschet, Baerbock, Scholz, Söder, kann es überhaupt nicht geben. Und da begreifen eben die Leute, dass irgendwas faul ist und dann suchen sie Halt. Und Halt findet man eigentlich nur in Ruhe und Gelassenheit. Und ich war vom ersten Tag dieses Schwindels gelassen, weil das nicht geht. Ich glaube an etwas über mir und das wird mich abberufen, wenn es erforderlich ist. Aber so ein Ding, was hier rumfliegen soll, das gibt mir gar nichts. Ich bin bis jetzt auch verschont worden, hatte Riesenglück. Ja, wir haben alle überlebt. Oder ich bin immun. Aber dann müssten hinter mir alle tot umfallen. Aber es war einfach Glück. Ja, du kannst doch nachgucken. Sie schwindeln ja in den wesentlichen Fakten nicht. Ja. Das Amt für Statistik in Deutschland gibt ja die realen Zahlen. Ja. Du brauchst nur nachgucken, wie viele sind gestorben. Und voriges Jahr 80.000 weniger als normal. Also muss das ein glückliches Land für die Gesundheit der Menschen gewesen sein. Ja. Ja, und was machen sie draus? Tote, die es überhaupt nicht gibt. Ja? Wo du die einzelnen Toten hernimmst, als Kokolores statt Lungenentzündung oder Krebs weg und dafür, das ist bedeutungslos. Die Gesamtzahl sagt eindeutig aus, es sind viel zu wenig Menschen gestorben. Mhm. Und wenn man sowas, solche Worte reinbringt ins Spiel, dann müssten ja tatsächlich die Zahlen steigen. Ja. Und dann müsste es tatsächlich Tote geben. Gibt es aber nicht. Und das zeichnet sich überall ab. Das ist nicht nur in Deutschland so, das haben wir in der Schweiz. Da gibt es einen guten, ich sage jetzt mal Privatjournalisten, den Daniel Stricker, der vergleicht die offiziellen Zahlen, die sie da sind, und sagt, schau mal, das ist die vierte Welle. Und dann siehst du da einen Punkt, der hochgeht. Und das sind die Zahlen vom Bundesamt für Statistik oder Bundesamt für Gesundheit, nicht Gefahr, Gesundheit. Es ist überall dasselbe. Ja, die Leute sind ja eingesetzt. Ne? Die gehören alle zur WHO. Die WHO ist eine Privatfirma. Sie gehört. Hatte gute Sponsoren. Ja? Das, Bill Gates bestimmt, was in der WHO passiert. Mhm. Und Bill Gates gehört zur Familie Rockefeller. Denen gehört die Pharma. Du musst dir gar keine Gedanken machen. Es ist einfach nachvollziehbar. Mhm. Du hast jetzt ein Jahr lang die Menschen darauf das aufgezeigt, so, oder? Und dann hast du gesagt, okay, jetzt ist alles gesagt. Dann war Schluss mit der Tageskorrektur und ihr habt ein wahnsinnig schönes Projekt Liebnitz an der Thaya. Nee, Raps an der Thaya in der Liebnitzmühle. Jetzt habe ich es. Ja, Ort heißt Liebnitz. Ja, aber die Liebnitzmühle. Und da gibt es sehr viele verschiedene Vorträge, das ist so Seminarwoche. Du bist auch ein Teil davon, du erzählst das Geschichtliche
von wo es kommt. Dann gibt es solche, die sagen, wie es jetzt ist, wie man damit umgehen soll. Und dann gibt es solche, die sagen, in Zukunft können wir das daraus machen, egal wie schlecht es ist. Man kann, es ist überraschend, hier lernt man aus Scheiße Gold zu machen. Ja? Das ist, vielleicht ist es energetisch. Das, wo ich hier das erste Mal ankam, ich bin ja eingefangen worden in Suhl, mich hier mit zu beschäftigen. Und ich kam an, es war böse. Hier? Ja, ja? Ganz böse. Ich habe gefühlt, hier ist irgendwas fehl. Und dann habe ich durch Zufall von einem Besucher, einer Besucherin, einer Älteren, ein Buch gekriegt und habe nachgelesen. Und da habe ich gewusst, es ist böse. Das hier heißt Waldviertel. Und das gehörte früher Rothschild. Und das hat er abgegeben, vor 2 Jahren ist er ja raus aus dem ganzen Gebiet. Und die Energie war aber noch da. Und dann hatten wir die erste Zusammenkunft, vielleicht so 300-400 Leute. Schönes Wetter, Wiese, Katharina, Turner und ich. Und auf einmal bildete sich hier eine ganz andere Atmosphäre. Ja. Und seitdem, wenn man hierher kommt, das ist wie eine Glocke. Ja. Du bist hier in einer völlig anderen Welt als 10 Kilometer weiter. Ja, es ist nicht nur das. Ich habe schon das letzte Mal im Juli war ich ja hier und ich bin dann, ich sag mal, zurückgefahren und irgendwo, ich hatte das Gefühl, mich muss man wieder auswildern, weil hier redet man nicht über irgendwelche Krankheiten von Maskenpflichten und bla bla oder Impfungen oder so. Da ist man einfach, man tauscht sich aus. Und dann kommst du wieder in die reale Welt da rein und man sagt, boah, also, da wirst du ausgewildert. Oder? Ich glaube, das ist für manche Besucher ein Schock, aber ich denke, die meisten kommen ja deshalb her, damit sie anfassen können. In erster Linie, dass man mal den Kontakt sieht. Also es ist so, er sitzt da auch mit den Gästen dran. Das muss ich sagen, das überrascht mich immer wieder. Du bist die Ruhe selbst, egal wer was will. Ein Foto mit dir kurz reden und so. Du nimmst dir die Zeit immer und immer wieder. Wie machst du das? Ja, ich habe die innere Einstellung, dass ich helfen muss. Ich übernehme ja eine Verantwortung mit dem, was ich mache. Und diese Verantwortung war früher üblich. Die alten Leute haben den Jungen die Welt gelehrt. Mhm. Und das ist meine Aufgabe. Und wenn sie herkommen, kommen sie ja gerade aus den Gründen mal anzufassen. Ne? Wer ist das? Was ist das für ein Mensch? Und dann brauchen sie ihre Dokumentation darüber. Warum soll ich das nicht mitmachen? Das ist doch sowohl für mich angenehm, es sind Menschen, die mich gern haben. Und für die Menschen ist es gut, weil sie jetzt sagen können, ich habe Stalin gesehen. Stalin? Ja, ich bin kein Politiker, kein Machtpolitiker. Aber du bist in der ehemaligen DDR aufgewachsen und du bist, so wie du mir erzählt hast und auch schon von den Videos, die ich gesehen habe, ein kleiner Revoluzer. Da schon seit früher Zeit. Nee. Revoluzer meine ich jetzt nicht im Negativen, sondern ja, du hast ja gesagt, nö, das passt mir nicht. Wenn mir was nicht zusagt, also wenn ich fühle, ist es falsch, mache ich das nicht. Und Revoluzer unter der da, das ging mich da gar nicht an. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso das jemand was angeht. Wer sich nicht beteiligt hat an der Veräußerung der Massen, also ja, große Parteigeschichte oder Karriere, der hat davon nichts gemerkt. Sie haben uns in der DDR völlig anders behandelt als heute. Dort ist dir niemand hinterhergerannt und wollte dich zwingen, etwas Bestimmtes zu denken. Hier wollen sie ja dich jeden Tag erwischen. Ne? Du musst. Wenn nicht, dann fragen sie so, dass du schlecht antwortest. Damit sie, ja, das gab es in der DDR nicht. Du konntest dich entscheiden, gehst du in die Industrie oder Bauwesen, egal. Oder machst du Politik. Ja. Aber das Politik machen
war lächerlich bezahlt. Sie hatten überhaupt. Sie hatten Privilegien, dass sie vielleicht irgendwas vom Westen, was anderes nein, zum Essen nein, bekommen, nein, oder? Nur die ganz oben. Ah. Das hat für dich als kleinen Mann überhaupt keinen Vorteil gehabt. Was hatten die, was ein normaler nicht hatte? Gar nichts. Mhm. Und wir haben ja mal die Serie Warnecker gesehen, was der für eine Einrichtung hatte. Und vorher haben sie gesagt, der lebt wie Gott in Frankreich. Ja. Der hatte eine armselige Einrichtung gegen meine. Ja. Ja. Ich hatte mehr Geld als er. Und ich habe keinen Vorteil davon gehabt, Tiere durchzuschießen. Ja. Das war kein Hobby. Sein Ein und Alles. Ja. Möglichst 100 Tiere abschlachten. Und da hat jeder euch blieben von den Heimis. Und gut ging es eigentlich materiell niemand von denen. Und sie haben sich natürlich gegenseitig Sachen zugeschrieben. Also, wenn jemand ausgereist ist, hier, das ist frei, Herr Wilson. Das waren Vorteile, aber ganz selten. Und die anderen haben gehofft, ich komme mal auch mal dahin, da kriege ich auch. Mal dahin kommen. Allerdings hatten die in der DDR die Eigenschaft, dass sie bis zum Tod auf ihrem Posten saßen. Ne? Und dann kam einer, also war ein lächerliches System. Ich bin ja dann 1985, wo Gorbatschow kam, aufgewacht. Nein, nicht aufgewacht, habe ich gedacht, na, jetzt kannst du mitmachen, ja, das muss weg. Perestroika Hund. Ja. Das war so intelligent angefangen, dass ich mitgemacht habe. Ich wollte die DDR in einen anderen Zustand versetzen, an das System. Da bin ich in die Partei eingetreten und konnte es nicht bewegen. Also du warst in der SED, das wird dir ja vorgeworfen. Das wird dir ja, du warst in der SED und so, du bist beigetreten, weil du wolltest. Ich bin mit meinem Gehirn beigetreten. Ne? Ja, und dann hast du gemerkt, zwecklos. Sie haben mich dann nicht mehr teilnehmen lassen an ihrer Parteiversammlung. Und dann habe ich 88 als Direktor, ja, war ich schließlich wieder Weihnachten, nee, Silvester gesagt, letzte Jahr der DDR kommt. Das hat irgendeiner von den Blödmännern der Kreisleitung der SED gemeldet. Und die haben dann am 13. Januar begonnen, mich operativ zu überwachen. Ich wurde immer überwacht, das wurde jeder, ja, führend tätig war. Aber das war so turnusmäßig, ja. Das ist so eine dicke Akte seit 1974, seit ich das erste Mal Kreuzanwachen gehört habe, hat man mich so turnusmäßig überwacht. Lächerlich, was da drin steht, was ich für Klamotten anhabe. Westklamotten. Wer bei mir zu Besuch war, das hat alles fein selber nicht aufgeschrieben. Aber nichts steht drin. Mich hat niemand politisch belastet. Ja? Weil ich die Eigenschaft hatte, ich fühlte, mit wem kannst du offen reden und mit wem darfst du überhaupt nicht reden, außer das Berufliche. Gut, und sie haben mich dann täglich überwacht. Das müssen also 5 Schichten gewesen sein. Ne? Sonntag, Montag, Dienstag. Ja. Und die Akte hat man mir gegeben. Auch, ich habe die große Akte gekriegt. Und die, da haben sie alles rausgenommen. Nur den Deckel und den Abschlussbericht. Und dann waren sie aufgehört zu überwachen. Die sind mir also überall hingefolgt. Bis in die Thomaskirche, in die Nikolaikirche. Meine Gespräche mit Führer, meine Gespräche mit Stoiber, das war ja noch vor dem Ende der Überwachung. Und dann später haben sie mich nicht mehr gemacht. Wahrscheinlich dann der neue Dienst. Ja. Weil ich war ja damals wichtig. Aber es hat mir überhaupt nicht zugesagt, was da auf uns zukam. Du hast, das war noch bösartiger als das, was ich mir vorstelle. Du hast heute in einem Vortrag gesagt, ich habe mir das aufgeschrieben, eine gemütliche, unordentliche Sauerei. Hast du heute früh gesagt. War die da? Bis sie verblödet wurde. 89 war das, 85, wo Gorbatschow kam, gab es ja eine Möglichkeit, das zu ändern. Ne? Mhm. Und das hat man wie heute. Man hat festgehalten, sich festgeklammert am alten System von Brezhnev. Und dann entstanden Widersprüche.
Aber vorher war das wirklich gemütlich. Dann, 85, wurde das blöd. Ja, sie haben dann mit dummen Phrasen versucht, im Alten zu verbleiben. Machen wir jetzt mal so einen Schwenker, nur kurz hierher. Ist eigentlich, läuft gleich gerade momentan, aber das gerade weltweit. Den dummen Phrasen und so, also. Es ist heute genau dieser Zustand wie 89, 85 bis 89 in der DDR. Die Politiker möchten gern festhalten. Und sie können aber nicht mehr. Es geht zu viel in die Öffentlichkeit. Vor allem zeigt es irgendwie so dämliche Aktionen vor, wo jeder sagt, hä? Was ist da los? Habt ihr? Also das kann man nicht ernst nehmen. Ich habe dann schon viel mal einfach Sarkasmus und sage, oh ja, komm. Ja, du warst aber noch in einer Schule. Die Leute heute lernen diese Parolen auswendig in der Schule. Sie wissen, die haben keinerlei innere Berührung, wenn da irgend so ein Schwachsinn erzählt. Baerbock ist dort ein perfektes Beispiel. Sie verstehen das, obwohl es völlig sinnlos ist, ohne jeden Hintergrund. Einfach nur irgendwas im Raum gestellt, was gegen die Naturgesetze verstößt. Ja, und wenn man Baerbock zuhört, dann hört man das Intellektuelle hintervor, dann sagt sie da ganz deutlich, wir verändern oder verändern Deutschland. Irgendwie. Aber ja. Wenn ich so zuhöre, das ist schwierig da zu verstehen, was sie meint. Aber zuzuhören ist es lustig. Also ich überlege mir gerade so, wenn Baerbock deutsche Bundeskanzlerin wird, das wird eine lustige Rede im Bundes. Lustig, gemütlich. Dann, wir warten ab, wenn sie zusammenbrechen. Dann ist das beste Comedy-Programm am Abend. Dann schaust du da, was die im Bundestag alles verzapfen und dann sagst du, das war jetzt lustig, wie die sich... Mir gefällt das. Ich möchte gerne, dass das Volk sich diesen Kanzler bringt, wählt, den es verdient. Ja. Letztes Jahr war es noch mal, also da war noch mal Merkel dran, oder? Ja. Ja, Merkel hat ja eine positive Eigenschaft für alle. Die macht überhaupt nichts. Aber wir schaffen das. Wir machen nichts, aber wir schaffen das. Sie führt die Aufgaben aus, die ihr übertragen werden. Und dann bleibt sie einfach auf ihrem Arsch sitzen. Und die Ausführungen machen dann die Angestellten der Firma. Und das hat sie so gut gemacht, dass die meisten denken, das ist eine gute Kunde. Ja. Aber sie hat eigentlich nur dafür gesorgt, dass das Land heute vollkommen am Arsch ist. Weißt du, ich habe mir mit dem, wenn wir irgendwo etwas haben und sagt, komm, wir schaffen das, das kannst du nicht mehr brauchen. Der Satz ist für alle Zeiten versaut. Ich habe gesagt, jetzt einfach, komm, wir machen das, weil wir schaffen das, das kannst du nicht brauchen. Dann sagen alle, oh ja, das kennen wir schon. Also, ist so, oder? Ja, mir kommt manchmal der Gedanke, wer hat das der gesagt, dass ich das machen soll? Mhm. Es wird so deutlich vorgeführt, was sie für Ziele haben. Das ist meiner Meinung nach zu deutlich. Wenn ich der Hintergrund wäre, also die Hintergrundmacht, dann würde ich langsamer arbeiten, damit das Volk das langsam fressen kann. Ja, gibt es einen Grund, warum es so schnell sein muss? Sie haben keine Zeit. Es wird weltweit ein Krieg durchgeführt zwischen zwei verschiedenen Gruppen von Steuerungsorganen. Mhm. Es ist das Alte, das festhalten will, und es ist das Neue, das seinen Weg sucht. Und bei dem Neuen müssen wir ja irgendwann mitmachen. Das ist die Problematik, die erstmal rüberkommen muss in die Gesellschaft. Dieses Festhalten ist klar, das machen sie alle. Die Verwaltung weiß insgesamt, dass sie verschwindet, wenn das System kippt. Niemand braucht diese Größe der Verwaltung. Sie werden mindestens auf 10% reduziert. Also ich trage es jetzt nochmal zurück zur DDR. Der aufgeblasene DDR-Apparat ist irgendwann mal zusammengeklappt. Ja. Nur weil was Neues kam. Wir hatten mal darüber gesprochen, in Leipzig waren irgendwann mal einfach 100.000 auf der Straße und gesagt, wir sind das Volk, oder? Ja. Wie fängt sowas an? Mit? Ganz einfach. Ich habe ja gesagt, es kommt das letzte Jahr der DDR. Mhm. Das
Das war nicht logisch. Vielleicht ein kleines bisschen, weil die Zahlen nicht mehr stimmten. Aber das Gefühl, das fing überall in ganz Sachsen an zu bräuteln. Im Februar hast du ja schon in Dresden die ersten großen Dinge gehabt. Und bis zum Sommer wurde es ja immer verrückter. Die Botschaft und das Vorführen der Botschaftsbesetzer durch die DDR fuhren die nach Ungarn. Westdeutschland. Nach Sachsen. Ah ja? Dann Dresden, Erfurt und dann in den Westen. Das ist doch krank, schwachsinnig. Ja? Wie kannst du das, was du versuchst, nicht zu zeigen, doch noch so öffentlich machen? Nein, sie müssen auf direkt nur über die DDR ausreisen. Das war unsere, die Tschechen, denen war das ja scheißegal. Ja? Aber angefangen hat es im Sommer. Ich hatte ja schon wieder aufgegeben, weil nichts rauskam bei der SED. Aber im Sommer hörte ich im Urlaub, in Ungarn haben sie die Grenzen aufgemacht. Da habe ich gedacht, jetzt ist es zu Ende. Das Ding ist gelaufen, ich mache jetzt Politik. Und da bin ich in die Türme, in die Nikolaikirche zu Führer. Nicht der Führer. Zur. Dem Führer. Zu dem Führer. Und wer ist das? Das ist der Pfaffe. Der hieß. Nicht der Österreicher. Nein, nicht euer. War ein sehr sympathischer, völlig unpolitischer. Ja. Und habe gesagt, ich möchte mitmachen. Und die hatten so einen Club in ihrem Gemeindezentrum, die sprachen über Umgestaltung der DDR. Da war ich dabei. Und wir haben Anfang September nur kleine Gruppen, wir waren vielleicht 50, 80 Mann in der Kirche. Aber es ging vielen sehr wie mir. Sie fühlten. Und es kamen mehr. Waren wir 200. Dann passten nicht mehr alle in die Kirche, immer montags. Ja. Montags 17 Uhr. Und dann war Ende, also sagen wir mal, am 17. September rum, so eine große Masse da, dass der Platz voll war. Mhm. Und da haben die eine Demo gemacht. Das waren dann die Montagsdemos. Ja. Ja. Da war ich gerade unterwegs. Und diese Demo wurde von der Stasi angegriffen. Mhm. Dann zwei Mädels aus Volkmersdorf haben ein Plakat gehalten und die Stasi hin, die Frau weggeschöpft, das Ding weggenommen. Und das durfte einem DDR-Bürger aus Leipzig nicht vorführen, dass man Frauen angreift. Mhm. Und dann war es am nächsten Mal 5000 Leute. Das war eigentlich der Beginn. Weil diese Menschen mit Messer konnte die DDR nicht mehr beherrschen. Und sie haben dann uns laufen lassen, am Bahnhof abgesperrt. Und da hat der Polizeichef von den vier Autos mir gesagt, ich bin nicht weiter, gibt's Ärger. Geht nach Hause. Na, wir waren nicht genug. Wir sind weiter nach Hause gekommen. Vom Fußweg einzeln. Gut, und das haben natürlich die Leipziger mitgekriegt. Die werden und weggeschickt. Im Umkreis. Und da waren es am 2. Oktober nicht mehr 5.000, da waren es 20.000. Wenn die zu wenig sind, ja dann. Also es waren. Und dann sind die gleiche Route wieder gelaufen. Und da ging die Polizei, bevor wir ankamen. Weil diesmal sind es. Ja, einfach weggegangen. Die haben uns unten ankommen sehen und oben waren immer noch welche. Ja, ja. Ja. Und das war nicht beherrschbar und haben sie uns laufen lassen. Und dann gab es aus Berlin die Reaktion, jetzt zeigt man es denn mal. Und da haben sie einen Fahrer beauftragt, die Bereitschaftspolizei und die Kampfgruppe. Die Kampfgruppe sind bösartige Menschen gewesen. Ja. Ja, so verbohrte Kommunisten mit der alten Kalaschnikow. Ja. Und die haben sie dann aufgebaut. Na, die 20.000 schaffen wir. Mit dem Barkalaschnikow? Ja. Oh, ja, ist klar. Aber es waren keine 20.000. Es waren unüberschaubar.
Also ich schätze 80 bis 100.000. So viel Munition hatte keiner dabei, ja, dass da irgendwas... Die hatten dazu noch andere Probleme, die NVA hätte nicht mitgemacht. Hm. Der Einzige, der eingegriffen hätte, war die Kampfgruppe. Aber das hätte unter denen eine Gemetzel gegeben. Niemand hätte sich getraut, auf Menschen zu schießen. Dazu waren wir viel zu friedlich, ja, gegen Krieg eingestellt. Und dann kam in die Kapitulation über die SED und dann hat sie gewonnen, die SED. Weißt du, so wie du das erzählst, habe ich irgendwie Parallelen, also Déjà-vu. Da gibt es irgendwo eine kleine Demo, ich nehme jetzt mal die Schweiz, aber es ist in Deutschland auch so, da gehen 20 ein bisschen mal spazieren, friedlich, und dann sind es 50, 100. Irgendwann war es in Liestal 11.000 und dann wurde, bei uns ist es so, also die Bewilligung, es gibt keine Bewilligung für eine Demo. Und die wurden zurückgezogen, weil das hat sich jedes Mal verdoppelt. Und dann war es so, dann hieß es, ja, die haben die Bewilligung zurückgezogen, haben die Leute gesagt, was soll's, wir gehen jetzt da einfach mal hinspazieren, wir besuchen den Ort. Es war friedlich und das war in Altdorf. Jetzt komme ich mal mit dem Thema, das sagst du, das ist alles gelogen, aber da gibt es ja das Wilhelm Tell-Denkmal. Die waren da und da gab es die Freiheitstriechler mit den Kuhglocken, das bringt eine gewaltige Stimmung so. Die sind da reingelaufen, da war die Polizei und das wurde dann ziemlich eng, weil da kamen sehr viele Leute. Die Polizei hätte einfach so, ich sag mal, zurückgehen müssen, Platz machen. Und die fühlten sich bedrängt und einer schoss mit einer so Gummischrotflinte in die Luft. Und daneben war jemand, die waren richtig unter Druck und ich sag mal so, das ist Panik. Oh, Reizgas, haut denen das Reizgas, den Triechler, die konnten sich nicht wehren, das Reizgas ins Gesicht, oder? Und das war sehr eine schlechte PR für die Polizei. Und das ging dann eigentlich, ja, weißt du, laut Blick, das ist die Schweizer Bild, oder? Da waren das ja 200-300, oder? Aber man hat gesehen, das ist schon was aus. Und das hat sich auch verbreitet und das war ein PR-Desaster. Und irgendwo gibt es dann auch die Polizisten, die sagen, hey, da kommen Frau und Kind, alles. Ich kann da nicht so vorgehen, ich stehe hier, aber... Erwart von mir nicht, dass ich da losgehe. So, wenn es Hooligans sind, irgendwas schaden und so, okay, dann schütte ich was. Aber das Ganze ist jetzt irgendwie so ausgeartet. Wir hatten am Dienstag gab es im Blick drinnen eine Meldung, morgen wird der Bundesrat entscheiden, dass es verschärfte Maßnahmen gibt. Ich finde es immer so interessant, dass die Zeitung weiß, was die Regierung morgen entscheidet. Wer wem was gesagt hat, er soll so entscheiden oder wir entscheiden. So, das ist eigentlich kein Problem. Gestern hat dann, also am Mittwoch, hat dann der Bundesrat entschieden, ab nächste Woche ist 3G. Vor einer Woche hat er gesagt, 3G ist aufgrund der aktuellen Zahlen unverhältnismäßig. Die Zahlen haben sich nicht geändert in einer Woche, aber jetzt, ab nächsten Montag. Und ich war bei dem Demo in Bern dabei, am Streamen, und dann waren es, ich sag mal, 1.000 Leute. Da kriegst du ein Gefühl, das sind 1.000 Leute. Und was ich gestern gesehen habe, und dann schaust du die Zahlen an, die einen sagen 100 und die anderen 20.000. Und jetzt such dir was dazwischen raus. Aber es waren deutlich mehr als 1.000, weil es kommen immer mehr Leute dazu. Ich höre es auch immer wieder mal. Ich war nie auf einer Demo, aber jetzt reicht's. Es fängt an, sich weiter zu entwickeln. Eure Bevölkerung merkt, dass euer Systemspiel nicht korrekt ist. Ihr seid genauso Mitgliedstaat von Babylon Berlin wie alle anderen Länder ringsherum. Also, Merkel regiert die Schweiz. Das müsstet ihr mittlerweile begriffen haben. Ja, weil wenn es in Deutschland etwas gibt, dann wird das übernommen, als wir müssen unsere Bevölkerung schützen. Das ist für Schweizer wahrscheinlich schwer verständlich, über die Schnelle der Zeit zu begreifen, dass es gar keine Demokratie gibt. Es gibt nicht mal direkte Demokratie, gar nichts gibt es. Doch, wir können doch abstimmen. Ja, natürlich, ob Gold verlagert wird oder nicht. Ja, ihr könnt überhaupt nichts abstimmen innerhalb dessen, was notwendig ist, um das System festzuhalten. Ja.
Und das wird euch vorgeführt. Und europaweit vorgeführt. Und sogar weltweit. Aber es springen immer welche ab. Mhm. In Amerika hast du 22 Staaten, die überhaupt nicht mitmachen. 40 Staaten gemindert und nur ein paar Hardcore-Demokraten-Staaten halten das weiter durch. In Europa hast du welche, die ausgeklingt sind. Polen hat sowieso Ärger mit Merkel. Dänemark auch? Dänemark. Wir machen Rumänien ist raus. Und die Engländer machen zu viel Rummel, die Regierung muss folgen. Auch. Und der letzte Dragoner ist der Drache in Italien. Der möchte gerne mitmachen bei dem Theater, aber hat auch Angst vor seinem Volk. Ja? Ja. Und jetzt machen sie den Salvini ein bisschen runter. Ja. Er wird da viel fressen. Ja. Primitive Sachen. Sie können ihn intellektuell nicht bekämpfen, also müssen sie ihn persönlichkeitsbezogen. Mhm. Damit der Draghi diese Gesetze einführen kann. Und Draghi ist Bestandteil des Bösen, das weiß man ja. Ja. Wer EZB-Chef war, ist ein Teufel. Er hat keinerlei Gewissen, keine Seele. Er macht einfach was erforderlich ist. Das ist ein Gelddrucker, der Knopfdruck. Und das seht ihr jetzt auch als Schweizer. Ja. Da merkt ihr, alles nur Spaß. Das, was wir Demokratie nennen, direkte Demokratie, einziges Volk in Europa. Das ist der größte Schwindel, den es überhaupt gibt. Euch geht es deshalb ein kleines bisschen besser, weil man bei euch Geld verstecken kann. Mhm. Ja, das ist der einzige Grund. Und weil die heute führen, noch aus der Hitlerzeit bei euch auch was gelagert haben. Ja. Die heute führen, sind die Nazis von damals. Immer die Familien beachten, dann weißt du das auch. Und jetzt kämpft eben dieser Faschismus, Bolschewismus, dasselbe. Ja. Okay. Am Beibehalten des Systems. Es wird nicht gelingen. Es gibt so den Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Okay? Ja. Dann ist kein Krieg. Ich habe irgendwie momentan das Gefühl, stell dir vor, es ist Krieg und keiner merkt es. Du hast, ja, wir merken das. Ja, ich sage jetzt mal in der Breite, sie merken nur, irgendwas stimmt nicht. Normal fällt dir eine Bombe auf den Kopf, dann weißt du, ey, das stimmt was nicht. Das ist dann, das siehst du. Aber jetzt ist das einfach, du merkst, es stimmt was nicht. Es ist ein Krieg. Es ist ein Krieg gegeneinander. Der globale gegen den US-Eliten. Das US-Eliten-Team. Und diese sind für den Erhalt des Faschismus. Ja. Vor allem plötzlich alle, die bei Skull and Bones sind, aus den Universitäten Yale und Harvard, die halten an diesem System fest. Die haben bisher die Welt gesteuert und denen gehören alle Regierungschefs. Zu denen gehören die alle. Und die kämpfen ums Überleben. In den USA. Und solange der Krieg in den USA nicht entschieden ist, können unsere beruhigt weitermachen. Sie sind ja glücklich, dass ein Biden angeblich Präsident ist. Mhm. Und sie haben aber das Problem, dass jeden Tag Informationen verbreitet werden, die nicht zu diesem Bild passen. Und, ich komme gerade in den Sinn, ja, normal ist der Präsident, wenn er was unterschreibt, ist er ja im Oval Office mit dem großen Pult da. Und der Biden, der hatte so, ja, ich denke mal, das ist nicht mal so groß wie das Ding, das ist so ein Katzentisch. Es sieht zwar gut aus, aber da musst du große Unterschriften machen auf einem kleinen Tisch. Das ist schon, es sah einfach irgendwie anders aus. Es fällt nicht auf, es wird gut verkauft, aber wenn man genau hinschaut, dann merkt man Kleinigkeiten und sagt, da stimmt was nicht. Es stimmt überhaupt nichts in den USA. Nee, es geht ja darum, weißt du, Hajo, meine Zuschauer, die kennen dich nicht alle so, darum muss man ihnen das so noch erklären, weißt du, so ein bisschen von der Tageskorrektur, was man da erlebt hat, was man gesehen hat, was ihm aufgefallen ist, was ihr gezeigt habt, oder? Die Leute, die die Zeitung lesen, Präsident der USA kommt nach London. So, da wartet ein normaler, geschulter DDR-Bürger, wie der heutige BRD-Mann oder die Schweiz, egal wer. Da kommt der Flugzeug angeflogen. Air Force One. Da steht dann AF1 und das landet. Und dann kommt jemand mit Treppe runter. Dann kommt der Teppich. Da steht Militär.
aber merke ich es noch manchmal in der Musik. Ja? Mhm. Und dann begrüßt jemand den Präsidenten der USA. Das ist Protokoll. Ja. Seit 100 Jahren. Was ist passiert? Nie hast du ein einziges Mal Biden ankommen sehen? Ich nicht, aber niemand. Es geht nur darum. Also meine nächste Frage ist, wie fängt man an, selbst zu denken? Und wenn man jetzt so Sachen anschaut, ja, der Präsident kommt nach London, ja, der ist in London, einfach mal zuschauen und dann vergleichen mit dem anderen, was ist normal, und dann merkt man, irgendwas stimmt nicht. Man weiß noch nicht was, man weiß noch nicht da, aber er ist halt plötzlich da. Er wurde hergebeamt oder so. Wahrscheinlich. Das Gleiche war in Brüssel. Immer war er da. Da kommen wir der war das doch. Das Gleiche in Genf. Er war in der Schweiz, ja. Und tack, kein der war Flugzeug, da. Nix. Er war da. Ja. Also sind die technologisch sehr weit. Oder er kommt mit einem Doppeldecker. Ja, also es wird weltlich. Oder er muss so anonym anfliegen, damit. Ich habe einen Freund, der sagt, AF1 wird mir angezeigt. Ja. Als Pilot. Wenn es der AF1 ist, wird es mir angezeigt. Und ihm wurde angezeigt, wo Trump von Florida nach Alabama, die letzte große, oder Oklahoma, wo war's? Die letzte große Riesenthema. Ja. Da flog die AF1. Wer ist Präsident? Der in der AF1 fliegt. Ja, wahrscheinlich. Oder sie steht. Der gibt ihm die Genehmigung. Oder die AF1 steht jetzt mal rum und dann wird er als Privatflugzeug verchartert. Ja. Das müsste eigentlich jeder sehen, dass da kein Präsident ist. Du siehst auch, dass die wichtigen Kader abhauen. Mhm. Merkel ist weg. Sie tritt einfach ab. Und vielleicht will sie noch schnell genug die Kurve kratzen. Ja? Sie hat ja den ganzen Mist geleitet. Und es gibt in der ganzen Putschmannschaft in Berlin keine 10 Leute. Und die, noch erkennbar sind. Und die da sind, die zeigen offensichtlich, dass sie wie heißt das, ihr habt das auch in Deutsch, in der Schule, da hatte sie einen Fensterplatz zum Beispiel. Naja, also wir sehen, es funktioniert nicht mehr im System. Ja. Irgendwas stimmt nicht. Ne? Was kann der normale Bürger natürlich nicht sehen? Wie fängt man darauf an, selber zu denken? Wie kommt man, weißt du, man merkt, es stimmt was nicht. Du siehst das, ich sehe es auch. Die zuschauen, die kriegen jetzt einfach mal ein Werkzeug in die Hand. Wie fängt man an, selber zu denken? Wo fängt man an? Indem man sich erinnert, wie Protokoll aussieht. Das ist das Erste. Das haben wir ja gerade bei Biden gezeigt. Ein Maß, ja, dieser kleine. Euer Riesenverteidigungsminister? Ja, Außenminister. Außenminister, ja genau. Außenministerin, der. Genau. Also der kleine, ja. Das wird gegendert. Fliegt in die Türkei und da ist gar keine Fahne. Da stehen zwei türkische Fahnen. Na ja, gut, er geht ja auch in die Türkei. Nein, Logo. Es ist ein Staatsbesuch. Theoretisch. Und bei einem Staatsbesuch werden beide Flaggen gezeigt. Sie haben aber in der DDR keine mehr. Die SPD-Flagge gilt nicht mehr. Mhm. Das hat was mit der Lager Landkriegsordnung zu tun, die abgelaufen ist. Und die Auslauffrist ist im Juni abgelaufen. Dieses Jahr jetzt im Juni? Dieses Jahr im Juni. Okay. 50 Jahre, dann hat man verlängert um 25 Jahre. Und dann war es zu Ende, man konnte nicht mehr verlängern. Und dann gibt es eine Übergangszeit. Von nicht einem Jahr, also 364 Tage. Mhm. Das ist abgelaufen, deshalb gibt es kein Protokoll mehr. Und du hast in Tokio gesehen, wenn du dich für Sport interessiert. Das war zu früh in der Nacht. Ich glaube es nicht, aber ja. die deutschen Sportler rennen in schwarz-weiß-rot rum. Das ist mir gar nicht, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Aber das muss man aber, das sind wichtige Dinge. Da kann man jetzt in YouTube irgendwo die Videos schauen und dann sieht man, oh. Schwarz-Weiß heute. Wo nicht? Weil Schwarz. Das ist der souveräne deutsche Staat, der letzte souveräne deutsche Staat. Mhm. Und solche Dinge muss man erkennen und dann muss man selber nachgrasen. Was ist da fehl? Warum hat die Merkel? Könnte doch noch 100 Jahre machen. Sie ist fit.
und sie hat ihre Mannschaft im Griff. Alle sind Würmer, die in sie reinkriechen. Und auf einmal stirbt der chinesische Botschafter, also der deutsche Botschafter in China, ja. Ihr Kumpel. Das sind alles Dinge, die man beachten muss. Es sterben weltweit hohe Leute, höchste Leute. Es passieren geologische Dinge, die es noch nie gab. In meinem Leben habe ich viele Hochwasser erlebt, sogar Jahrtausend Hochwasser. Mhm. Und alles das ging territorial begrenzt vor sich. Heute ist das weltweit. Überall hast du gleichzeitig Detonationen im Untergrund. Manche sagen Erdbeben. Ja, aber das gab es noch nie. Ja. Ich lebe schon 74 Jahre auf dieser Erde, das gab es noch nie. Es gab es einmal dort, Jahre später. Aber nicht in der kürzesten Zeit überall. Zeit, weltweit. Und das alles muss den Menschen zeigen, dass hier irgendwelche Kriege geführt werden. Und Kriege, bei denen möglichst kein Kollateral zu Schaden kommen soll. Und was in Ahrweiler schiefgegangen ist, weiß ich nicht, aber sonst werden wir irgendwann rauskriegen. Apropos Ahrweiler, wir haben uns ja im Juli darüber unterhalten und habe ich dir gezeigt, es war reiner Zufall, seit einigen Jahren ist immer im Wahljahr Hochwasser. Es war einfach. Das war immer so. War es Zufall? Na, früher hatten die Politiker das genutzt, um sich als Helfer. Mhm. Ja, ich bin ein Manager. Aber das ging diesmal schief. Ja, ne? Diesmal gar keiner sich darum gekümmert. Ja, im Gegenteil, sie haben die Helfer abgezogen. Sie haben die Helfer abgezogen, die dürft da nicht, weil. Merkel musste es, hätte es selber machen müssen. Merkel hat kein Interesse mehr, sie ist nicht mehr da. Da war doch noch, was war die Pressekonferenz? Der eine hat hinten gelacht, während der andere vorne traurig und gesagt Laschet fährt pflichtgemäß, aber der Kanzler wird dahin und wird von den Zeitungen vorgeführt als Kasper. Ja? Also, es stimmt was nicht. Nein, das ist falsch. Ja. Und daran erkennt man, dass hier eine riesige Nervosität herrscht. Mhm. Und das wird an dem Tag zusammenbrechen, wo Trump wieder in der Öffentlichkeit steht. Im Fernsehen. Ja. Fernsehen ist so nicht mehr das, was die Leute ja sehen wollen, um zu verdummen. Und wenn sie dort sehen, sagen, okay, jetzt ist ein neuer Führer da. Nochmal. So ist der Deutsche. Ich weiß nicht, ob die anderen das mitmachen. Aber dem Deutschen ist das vollkommen wurscht. Hauptsache, es funktioniert ja, irgendwas mal richtig wieder. Was ist Freiheit und wie erreichen wir die? Freiheit ist ein gefälschter Begriff. Ein Mensch kann nicht frei sein. Ich will aber frei sein. Ich will machen und tun, was ich will. Ja? Ist das nicht Freiheit? Nein. Deine Freiheit endet dort, wo meine eingeschränkt wird. Diese Freiheit, die hier propagiert wird, die haben nur Irre. Du kannst nicht frei sein. Du musst dich an Regeln halten. Und diese Regeln sind nach meiner Meinung bestens aufgehoben in der Verfassung von 1871, die gültige Verfassung in Deutschland. Mhm. Die müssen wir natürlich weiterentwickeln, aber das Volk wird doch hoffentlich wissen, was es will. Ja? Es geht ja eigentlich darum, dass die Gesellschaft miteinander und füreinander agieren kann, ja, und nicht nebeneinander und gegeneinander. Das ist ja, so mein. Du musst Regeln haben. Ja. Um ordnungsgemäß leben, deine Geschäfte machen zu können. Natürlich gibt es dort das Menschenrecht, ja, gleichzeitig mit der Verfassung, der äußeren Verfassung des Bundes, treten ja die einzelnen Landesverfassungen in Kraft. Und dort ist das Zusammenleben geregelt. Und bei mir in Sachsen hast du vollkommene Gewerbefreiheit, vollkommene Redefreiheit. Niemand kann dich irgendwie belasten. Also Gewerbefreiheit heißt, ich habe jetzt Lust, ich mache ein Geschäft auf, ja, zack, ich mache das. Du Schild tragen, hier ist jetzt Geschäft. Und da brauche ich keine Genehmigung nein, und so. Nein, du bist frei. Und du kannst ja schreiben und sagen, was du willst. Niemand kann dich deshalb belangen. Und wir haben einen wunderbaren Zusatz in unserer Verfassung, schon 1831, ja, 31.
bei uns in die Kirchen auf ihrem, auf das nötige Maß reduziert. Sie dürfen der Politik nicht mitreden. Mhm. Und die Jesuiten sind als Hochverrat verboten. Ja, ja. Ja, das ist, deshalb haben die Jesuiten sich 45 gerecht. Du hast ja gesehen, wie Dresden aussah. Mhm. Das ist leicht angebrutzelt. Des tiefen Staates. Ja. Und sie sagen das sogar öffentlich. Churchill, Mitglied von der englischen Elite des Königshauses in Rom. Ich will 600.000 deutsche Braten sehen. Und das gefällt denen. Allen und die Deutschen sagen, ja, das war halt Krieg. Ja. Und heute jonglieren sie die Zahlen nach unten. Die letzte Zahl war 20.000. Ja. Und? Das ja. gab's. Wenn man, halbe Million Tote. Wenn man die Bilder von Dresden anschaut, die waren also, dann waren 99% im Luftbunker drin, wenn es nur 20.000 erwischt hat. Aber das ist schon arg, was da gelaufen ist. Es war unglaublich. Die Flüchtlinge aus Schlesien waren ja schon in Dresden. Die haben auf den Elbwiesen gelebt. Ja. Und die wurden einfach weggebracht. Das so ein so etwas Bösartiges kann nur ein System, das sich festhält. Und sie hatten ja damals 45 auch das Problem, es hätte anders weiterlaufen können. Mhm. Es war möglich, dass Roosevelt Präsident wird und es war möglich, dass Patton Präsident wird. Und deshalb also hat man den Patton mal klein, ein bisschen umgebracht. Der war General und... Das war der Befehlshaber, Oberbefehlshaber für Europa. Wenn der Präsident geworden wäre, dann wäre es, ja, das passt nicht, das, was wir... eine weiße Welt entstanden, ein einheitliches Land von Frankreich bis Vladivostok. Wurde der umgebracht oder ist er selbst gemordet? Nein, da wurde er umgebracht. Ja? Also in der Zeitung steht, dass er mit dem Auto gefahren ist, und da hat er eine Knieverletzung erlitten bei einem kleinen Unfall und in der Nacht ist er gestorben. Okay. Freiheit, sagen wir mal so, Demokratie, wo ist der Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz? Wenn ich so mit Deutschen rede, ja, heißt immer, ja, ihr in der Schweiz, ihr seid souverän, ihr könnt wählen. Und ich sage einfach immer, ja, du, da gibt es ein kleines Problem. Wer ist freier, ich sage jetzt mal wirklich freier, wo läuft es besser für die Menschen, in Deutschland oder in der Schweiz? Was denkst du? Beide werden betrogen. Guck doch mal in deinen, wie heißt das, Nationalrat. Hm? Ja, die tun nichts mehr. Das sind alles Leute, die gegen dein Wohl arbeiten. Hm. Und in Berlin sind eigenartigerweise auch 709 Leute, die gegen dein Wohl arbeiten. Und das ist komplett in Europa so. Ja. Und deshalb musst du darüber nicht nachdenken. Die Souveränität kann nur kommen, wenn das Reich souverän wird. Das Reich, nicht das vom Österreicher, sondern das... Das von Österreicher hieß Großdeutsches Reich. Ja. Und das Deutsche Reich ist das vom Kaiser. Das ist das, wo die Verfassung noch richtig... Die Verfassung gültig ist. Für die Menschen war. Für die Menschen. Die oberste Prämisse war Volkswohlfahrt. Das Wort kennt heute gar keiner mehr. Oder? Jetzt Volkswohlfahrt heißt, das ist ein schlechtes Wort, das ist für sozial, jeder kann sich bedienen, das ist schlecht. Nein. Nee. Du sorgst dafür, dass es kein Elend gibt, dass es keine Obdachlosigkeit gibt, dass jeder ein bisschen Arbeit hat. Das ist Volkswohlfahrt. Das ist Volkswohlfahrt. Und das war gesetzlich vorgeschrieben. Und das war die Hauptaufgabe des Bürgermeisters in seiner Stadt, das durchzusetzen, dass jeder eine Wohnung hat. Wenn einer unfähig ist zum Arbeiten, dass er ein bisschen Beschäftigung hat, dass er was zu essen hat. Mhm. Es gab also im Deutschen Reich keine Obdachlosen wie heute, 80.000 in Deutschland. Ja. Und es gab auch keine Leute, die nicht ein Dach über dem Kopf hatten. Ja. Es wurden überall die, man nennt es heute Elendsunterkünfte. Mhm. Die hatten einen kostenlosen Wohnraum. Haus mit Küche, Dach, trocken. Dach über dem Kopf, was zu essen und wenn er kann oder will, kriegt er irgendwie eine Beschäftigung, wo er seine Möglichkeiten entfalten kann. Dass Na, damit hat man erreicht, dass du wirklich nur so faul warst, nicht arbeiten zu gehen, wenn du hier auf einmachen willst. Ja?
Aber das hältst du nicht lange durch? Nein, das wird zu langweilig. Ich habe Arbeit gesucht und sie haben sie auch gefunden. Die Entwicklung der Industrie war so rasant, dass Arbeit überall gesucht, Arbeiter gesucht wird. Aber du, wenn ich das so richtig sehe, da konnte jeder eigentlich machen, was er wollte, was ihm gefällt. Er musste nicht einen Job machen, der ihm zuwider war. Er hat gesagt, hey, das gefällt mir, und dann wurde er gefördert. Ja. Wir hatten das Glück, dass eben die Industrie wahnsinnig potenziell nach oben ging. Hm? Und die Landbevölkerung, geht doch mal weg. Komm, geht weg, hier gibt es nichts zu holen. Wir haben zu wenig Lavendel. Und das Bauwesen war beschäftigt. Und es wurde ein wunderbarer Staat aufgebaut, der aber weg musste, weil er in Konkurrenz zu Anglo-Amerika stand. Ja. Dort gab es Armut, Obdachlosigkeit, keinerlei Verantwortung. Wenn die sehen würden, dass das da funktioniert, dann gibt es da drüben Ärger. Ja, sie haben dann dafür gesorgt, dass in Deutschland das zu Ende ging. Ja, den Ersten Weltkrieg, den die Deutschen eigentlich gewonnen hatten. Aber innerer Verrat hat dafür gesorgt, dass wir verlieren. Mhm. Obwohl kein Soldat auf deutschem Boden war. Kein Fremder. Wir standen woanders und wir hatten genügend Reserven. Aber die Parteien, die Partei SPD und der Badener Prinz, die haben den Kaiser verraten. Und damit konnte man das System fallen lassen. Es war das Oberhaupt nicht mehr da. Mhm. Und dann haben sie den Leuten erklärt, also wir verlieren den Krieg sowieso, ja, wir haben jetzt auf. Und dann haben sie alles militärische und wirtschaftswichtige Gerät abgegeben. 6.000 Lokomotiven an die Engländer. Wenn ich so zurückdenke, Deutschland gibt viel ab, dann geht die ganze Wirtschaft an die Engländer, irgendwann geht im Zweiten Weltkrieg, ja, geht das alles nach Russland oder nach Amerika. Und ja, wir haben, also bevor Versailles kam, ja, alle Waffen abgegeben, alle Industriegüter abgegeben. Und dann haben wir Versailles gemacht. Und das war auf der Amerika-Seite Warburg und auf der deutschen Seite Warburg und ein paar Verräter aus der SPD. Und sie haben dann Deutschland verkauft. Aber es war das Ziel in Deutschland, eine solche Seele in den Menschen zu erzeugen, dass sie Wut kriegen. Dass sie dieses Diktat beenden wollen. Dann hat man ein paar Jahre Unordnung geschaffen. Weltwirtschaftskrise und so weiter. Mhm. Und dann kam Hitler, ausgebildet in England, hier ausgewählt von Rothschild. Und zum Brandbeschleuniger. Ja, der hat dann dafür gesorgt, dass das Programm Zweiter Weltkrieg ablaufen kann. Und man hatte auch den Dritten geplant. Da hat aber jetzt Trump einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Dritte sollte gegen den Islam geführt werden. Gut, das ist eigentlich die Geschichte, die man selber nachgucken kann. Jeder kann sich informieren heute. Das Wichtige ist, Sie sollten aufmerksam die Zeitung lesen. Das wäre eigentlich meine letzte Frage. Was kann jeder für seine und seine Kinder Zukunft tun jetzt? Seine Familie abkapseln, schützen. Und versuchen, heil durch die ganze Unordnung zu kommen. Wenn es übergeht in das Deutsche Reich, dann haben wir wieder gesetzliche Grundlagen. Dann gibt es sich einen ganzen Kokolores-Schwindel nicht mehr. Dann sind die Menschen relativ sicher, weil ihre Rechte verbürgt sind. Mhm. Niemand kann da in einem Verfassungsgericht eine Meinung haben. Da steht im Papier und das gilt. Und nicht die Meinung eines Parteigenossen im Verfassungsgericht. Und dieses Reichsgericht steht in Leipzig. Und das kann jeden in die Schranken schicken, auch den Kaiser. Wobei man vielleicht heute nicht Kaiser sagen soll, sondern Leiter des Bundesrates. Na, ein berechtigter Nachfahre von früher? Oder wie funktioniert das? Ist ja, das kann, sollte schon innerhalb seiner Kultur bleiben. Der Nachfolger des Kaisers, der rechtmäßige Nachfolger,
heißt Georg Friedrich von Preußen. Ja. Und wie er sich entscheidet, ist seine Sache. Ja. Macht er das im Auftrag seines Großvaters? Will er nicht mitmachen, aber er muss das kundtun. Mhm. Die Verfassung von 1871 hat damit nichts zu tun. Sie regelt auch das, wenn es ohne Kaiser weitergeht. Also sie war recht vorausschauend gedacht, so diese Verfassung. Ja, sie, das ist ein wunderbares Rechtsgebilde, weil es uns Ländern die Freiheit gibt. Ja? Ja. Wir sind nur im Kriegsfall gebunden an, ja, wenn wir heute noch Krieg machen. Ja. Und wir sind alle Staaten gebunden, dass wir ein paar Grundsätze einhalten. Ansonsten ist das Innere die Sache des jeweiligen Landes. Und da hat ja auch jeder eine Verfassung. Und die preußische ist eine wunderbare Verfassung von 1850 gemacht, von klugen Leuten. Und die haben alle diese Fälle vorgesehen. Also du kannst in einem stabilen, sicheren Rechtssystem weitermachen. Ohne Beeinflussung durch die Bar, die heute alle Richter im Griff hat, alle Staatsanwälte und viele Rechtsanwälte. Und du kannst weitermachen, ohne dass Richter von Berlin eingesetzt und dirigiert werden. Mhm. Und diese Freiheit muss im Staat vorhanden sein, dass der Mann wirklich nur oder die Frau sollte, seinem Gewissen, falls er eins hat, unterworfen ist. Das war alles vorhergesehen. Wie klug diese unsere Ahnen waren, das sieht man, wenn man das mal durchliest. Es passt alles. Und das einzige Bild, was ich manchmal sehe, was ein paar Laien, die nicht nachgucken, dem kaiserlichen System vorhalten, die Frauen konnten nicht wehren. Das wäre eigentlich eine Kleinigkeit. Ja, das stimmt aber nicht. Ja? Wenn eine Frau Eigentümer eines Grundstücks war, wenn eine Frau Eigentümer einer Firma war, wenn eine Frau im Handelsrecht war, ja, konnte sie wählen. Ja. Nur die Frau, die sich darum nicht gekümmert hat, die war frei. Die konnte weder wählen, noch konnte sie verklagt werden. Ah. Ja, weil sie nicht teilnahm am Handelsrecht. Ja. Und deshalb sind viele Frauen zu Hause geblieben und haben... Ich kümmere mich um meinen Kram und dafür habe ich meine Ruhe. Heute hat man den Frauen beigebracht, dass sie arbeiten müssen. Wegen mir kann jeder arbeiten. Ich halte das aber für ein bisschen belastend, wenn du mit zwei Kindern eine Frau arbeiten geht, ein Mann arbeiten geht. Dann kommen die Kinder in die Verwahranstalt. Ja, unterdessen ist es so. Unterdessen ist es so, du verdienst nicht so viel, da muss die Frau arbeiten, ja, um zu überleben. Das ist aber erst jetzt gekommen. Ja. Das begann ungefähr so 70, 80, 70, 75. Ja. Dass die Frau, damit es reicht, die Frau mitarbeiten gehen soll. Und man hat den Frauen das als Emanzipation, Freiheit. Ja. Sie können jetzt arbeiten, dasselbe verdienen, stimmt überhaupt nicht. Ja. Gut. Das sind alles Bilder, die ins Volk geschickt werden, der Tröpfchen, Tröpfchen, Tröpfchen. Und die fressen das alle. Es ist doch viel angenehmer, wenn du zu Hause bist, wenn du deine Kinder wachsen siehst, wenn du sie erziehst, wenn du ihnen Bildung beibringst. Aber alles das ist eben nicht gewollt. Ja? Mhm. Du sollst die staatliche Bildung fressen. Wie damals. Das ist etwas anderes aufgebaut als deine familiäre. Und die geht wieder. So. Okay, dann haben wir noch eine und dann stellen wir ab. Noch was ganz Kurzes. Ich schaue es mal so an. Früher, ich war mal jung, dann habe ich gehört Rock'n'Roll, dann habe ich mitbekommen, das kam von Amerika via die Truppen nach Deutschland und irgendwann in die Schweiz und dann in die Täler rein. Da gab es Rock'n'Roll überall. Das ist so eine, ich sag mal, Strömung. Amerika, Deutschland, Schweiz, Alpentäler, oder? Und das habe ich dann gesehen, in Amerika ging das los mit Drogen, Heroin oder so Zeugs. Und dann das nächste war Berlin, Berliner Bahnhofszoo, wir Kinder vom Bahnhofszoo. Und bei uns war es dann ein paar Jahre später Zürich, Platzspitz. Ah, das ist in Zürich, das ist in Berlin und dann ist es in Zürich, also ein Großstadtproblem. Dann hatten wir ein Problem bei mir zu Hause in Chur, das ist eine kleinere Stadt.
Und eine Weile später war es irgendwo im Bergdorf, hieß oben, ja, Drogenring ausgehoben, in dem Bergdorf. Gibt es auch so eine Strömung, ich sag mal, wenn man zuschaut, von wo kommt jetzt diese Welle, die durch die Welt geht, weißt du so? Gibt es auch? Von Amerika fängt das an? Ich habe erklärt, nein, natürlich nicht Amerika. Amerika ist für Kriege zuständig. Hm? Dann ist sie für die Wirtschaft und der Vatikan für die Linie, wo es lang geht. Und ich habe euch einen Vortrag über Goldman gehalten, was die schon vor 100 Jahren für Pläne hatten. Und diese Pläne beinhalten eben deine Kultur zu zerschlagen. Da gibt es Quellen dazu, die hat Daniel vorgelesen, also wirklich belegt, da gibt es ein Buch dazu, der Vortrag wird hochgeladen, kann man Mittelerde TV anschauen, das ist sehr gut. So, er hat alles gesagt, wie man es macht. Ja? Kultur zerstören, das ist das Entscheidende. Mhm. Und sie zerstören jetzt nicht mehr nur deine Kultur. Das Rock'n'Roll war ja richtig intelligent. Also, du kannst dich nicht beschweren, dass die bekloppt sind, ne? Die steuern. Rock'n'Roll, damit tanzten Mann und Frau nicht mehr so richtig miteinander. Mhm. Vorher hast du die Frau angefasst und getanzt. Und jetzt lässt man los und wirft rum. Los, schmeißt rum. Und danach hat man dann Hubi-Hubi, ja? Ja. Und das Twist gemacht, damit die Mann und Frau nicht mehr zusammenkommen. Das zerstört in dir das Gefühl. Und man bringt deine Umwelt in Verwahrlösung. Man lässt dich in die Gegend fahren und überall stellt man die Reichskraftmühlen auf. Hm? Eine völlig sinnlose Energieproduktion. Aber du guckst in die Landschaft, keine mehr da. Überall die Reichskraftmühlen. Egal wohin du kommst, es wird alles zerstört, was dich an die Heimat bindet und was dir Glück verheißt. Wälder werden heute unordentlich gehalten, du kannst nicht mehr spazieren, die werden gesperrt. Und das alles ist ein langfristiger Plan, 100 Jahre jetzt schon, dich aus der gewohnten, aus der genetisch programmierten Umgebung rauszuhalten. Das schaffen sie wunderbar. Wo kommt denn jetzt, ich sag mal, die Revolution? Wo sieht man, ich sage es mal, weißt du, was ich meinte, ist das, ich sehe etwas kommen, egal wo, das fängt in Amerika an, geht über Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Ich sehe so immer wieder, da kommt was, das, was in Deutschland bestimmt wurde, das kommt eine Weile später bei uns. Früher ging es länger, jetzt geht es 2 Wochen und dann ist auch hier, egal, wird bestimmt, oder? Wo sehen die Leute, hey, da kommt was Gutes, was geändert wird? Weil das ist nicht so sichtbar. Das siehst du noch nicht. Du hast gesehen, was möglich ist, als sie dir den Trump gezeigt haben, Weltfrieden. Das hat es ja noch nie gegeben, so eine Ideologie. Der hatte keine Kriege angefangen. Nein, hat überall gebändert. Auch der Befehl Afghanistan stammt noch von ihm. Den hat man nur so unordentlich durchgeführt, damit man ihm das in die Schuhe schieben kann. Mhm. Das klappt nicht. Jeder weiß, dass Biden der Versager ist. Weil das Militär sich gemeldet hat. Es hat gesagt, wir wollten es nicht so machen. Ja. Aber wir sehen das Gute nur, wenn wir ganz genau hingucken. Wenn du Sunny von Verbindet die Punkte siehst, dann erfährst du die kleinen Schritte über, da kommt die Information, da kommt einer, da kommt einer. Dann hast du unsere Bilder, die Merkel haut ab, die Zeitung bringt noch einen Nachruf, das war der größte Held der deutschen Geschichte. Das beste Deutschland, das es je gab. Ja, ein chaotisches Deutschland, was es noch nie gab. Warte mal. Gespaltenes Volk, kaputte Wirtschaft. Es ist nicht mehr eine gemütliche, es ist nur noch eine unordentliche Sauerei. Und die Korruption, die normal üblich ist in solchen sozialistischen Systemen, die findet nicht mehr zugunsten der Deutschen statt. Hm. Das Geld fließt ins Ausland. Sie bezahlen damit ihren tiefen Staat weltweit. Das ist ein Sicherungszeichen, dass die Amerikaner und Russen
dieses Deutschland nicht dulden kann. Dieser Okkupationsverwaltung, nennen sie die Russen, des Systems, das die herrscht. Weil sie wirtschaftlich so viel Geld haben, dass sie weltweit alles finanzieren können. Und das macht ja Merkel. Und das endet jetzt. Sie versuchen noch Gelder zu verschieben, aber heute die Gelder haben sie nicht mehr. Denn du guckst dir mal die Haushaltsrechnung an, es ist nur noch Minus. So ein dickes Minus. Ja, und wird nicht mehr größer. Sie haben also nicht das Geld, um das durchzuführen, was sie wollen. Ne? Das ist also ein System, das in sich kollabiert ist. Es will nur das nicht wahrhaben. Ne? Und deshalb möchten sie Schulden aufnehmen. Nur sie können keine Schulden mehr aufnehmen, weil es niemand gibt, der noch Geld hat. Und die, die Geld haben, sagen, ich bin doch nicht so blöd. Niemand hat mehr Geld. Nur noch die Banken haben irgendwelche Guthaben. Die sind alle verjubelt. Und die EZB kann Geld machen. Drucken, auf den Knopf drucken. Das machen sie. Ja. Sie möchten von der EZB die 120 Milliarden jetzt geliehen bekommen. Ja gut, die EZB kann die Scheine drucken, aber es steht keine Leistung dahinter. Die Wirtschaft ist lahm. Also wird das Geld nichts wert sein. Und damit können sie nicht finanzieren. Also in absehbarer Zeit wird irgendwas auf uns zukommen, wo wahnsinnig was verändert ja, wird. Ja, man kann nur hoffen, dass sichtbar. Trump sichtbar schnell wiederkommt. Jetzt, nicht nächstes Jahr, sondern jetzt. Und damit kannst du in die Souveränität, dann kannst du deine Wirtschaft loslassen. Du kannst dafür sorgen, dass die Ausländer diese Wirtschaft nicht mehr besitzen. Ja, in Deutschland gibt es überhaupt kein Kapital mehr, was im Land Leuten gehört. Dann kann man den, mir kommt gerade noch ein Sinn, dann kann man den Zuschauern jetzt mal eine Hoffnung machen. Der alte weise Mann, du, hast da gesagt, das letzte Jahr der DDR. Und danach ist es kollabiert. Hattest du recht. Du hast letztes Jahr gesagt, das ist das letzte Jahr der BRD, also Deutschland. Und jetzt haben wir das Jahr danach. Bin gespannt. Nein, wir sind noch innerhalb des Jahres. Ja, ich sage, das ist ja, was ich meine, oder? Du hast letztes Jahr, also du hast ja gesagt, das war das letzte Jahr der DDR, im darauffolgenden Jahr, oder? Das letzte Jahr der BRD und im darauffolgenden Jahr werden noch spannende 3 Monate. Ja? Die neue Zeit, weiß ich nicht, ob sie innerhalb des Programms kommt, aber die BRD ist weg. Du hast von Pompeo die Aussage, die Bundesrepublik ist nicht berechtigt, im Namen des deutschen Volkes zu sprechen. Wer dann? Baerbock? Oder? Das ist nicht die deutsche Regierung. Ich freue mich echt auf die Zukunft, auch wenn es momentan ein bisschen bescheiden aussieht. Aber wenn man so zuguckt, ist es interessant. Das ist besser als jeder Kinofilm. Ha? Ja, mir gefällt es. In dem Fall, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und lieben Gruß in die Schweiz, wenn ihr irgendwie was daraus lernen wollt. Ihr habt jetzt zugehört, da kommt Erfahrung über 70 Jahre, kann man sagen. Geschichte, Informationen, informiert euch. Ihr habt ja das Portal, die Webseite ist mittelerde.tv und auf Telegram findet man euch auch unter @mittelerde.tv. Jetzt. Da werden die Seminarvideo hochgeladen. Ihr macht während der Zeit, wo ihr die Seminare habt, am Abend an der live von der Taya. Manchmal humorvoll, manchmal ernst, manchmal, also es ist, ihr habt echt gutes Format, was mir immer so gefällt, deine Sprüche dazwischen, oh nö, das weißt du, dann sieht man dir schon aus, also, es hat was Informatives, es ist lustig, es ist interessant, wenn man gut zuhört, hört man immer wieder mal, die meinen das ernst, aber sie hört mal, du kannst wirklich darüber lachen, oder? Aber es macht echt Spaß und ich hoffe mal, ich werde wieder gut in die Schweiz ausgewildert, wenn ich hier draußen bin. Es wird dir schwer fallen. Ja, das letzte Mal. Diesmal, denke ich, wird es noch schwieriger. Aber es tut gut, hier zu sein und danke vielmals. Ihr braucht wenigstens in der Schweiz keine Bruchrechnung. Warum? In Wien musst du jetzt rechnen mit dem G
Die haben jetzt nicht 2G, die haben nicht 3G. 2,5. 2,5G. Und die reden vom Wohnzimmer. Ja. Ja. Was war das? Wohnzimmer-Test? Wohnzimmer-Test, genau. Nur noch Bekloppte. Das ist auch, das sowas gefällt mir. Ich finde das lustig, weil es uns eigentlich nicht angeht. Das ist ein internes Problem derer, die daran glauben wollen und der, die das Spiel spielen. Vielleicht ist es auch ein lausiger Kompromiss. Die einen wollten 3G, die anderen 2G. Dann sagt, komm, machen wir 2,5G. Ja. Ja, das ist doch Politik, machen wir einen Kompromiss. Was ist 2,5? Ich bin halb getestet. Keine Ahnung. Aber danke vielmals. Wir sehen uns wieder. Und euch allen zusammen schönen Tag. Viel Spaß. Schaut nach. Und einfach mal machen. Gell? Namaste. Tschüss.